Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Knolte. Ja, was er sich jetzt erlaubt, das schmeckt dem fast den Boden raus. Aber sowas von 100%. Wo ich das gerade in Erfahrung gebracht habe, ne, so über Internet-Recherchen und so, ne, ich kann nur noch den Kopf schütteln. Wenn du genau wissen willst, worum es sich diesmal handelt, nach dem Intro kommt der Herr Ragnarök und klärt dich auf. Viel Spaß! Ja, Leute, ganz hervorragend wieder. Aber ich brauche heute mal meine Brille. Weil ohne Guckeisen läuft das nicht. Ganz große Überschrift in der Welt. Bevor die Leute dort frieren, müssen wir unsere Industrie drosseln oder gar abschalten. Diese Worte stammen von unserem allzeit geliebten Minister Herr Habeck. Ja, eine geile Überschrift. Eine wundervolle Überschrift. Ich kann kotzen bei dieser Überschrift. Aber was meint er denn nun genau? Ja, was meint der Herr Habeck damit ganz genau? Also, wollen wir mal gucken tun, ne? Die Ukraine und Russland, die kloppen sich ja gerade, ne? Aber da gibt es ja noch Verträge, die werden auch trotz Krieg eingehalten. Und zwar, dass die Ukraine Gas durchleitet, ne? Von Russland kommt Richtung Westen. Machen die. Und diese Verträge laufen 2024 aus. So, und weil jetzt keiner weiß, ob die verlängert werden, weil die kloppen sich ja gerade da, ne? Die haben sich ja richtig lieb, die. Ich mag sie Spacken nennen oder sonst wie, aber darf ich ja nicht. Also, die Russen und die Ukrainer, die kloppen sich. Und deswegen ist es fraglich, ob die Verträge verlängert werden. Weißt du, ne? Ja. Und... Ja, und genau. Wenn man dann weiterliest, wenn die Verträge nicht verlängert werden, dann geht den Österreichern und Ungarn das Gas aus. Und bevor die dann im Winter frieren, kriegen sie von uns das Gas. Ja, wir haben doch selber viel zu wenig. Aber dann kriegen sie von uns das Gas. Ja, richtig, von uns. Und unsere Industrie soll dann abgeschaltet werden, weil wir nicht dann selber genug Gas für uns haben. Und im Übrigen, was ich total zum Kotzen finde, wieso hat denn Österreich und Ungarn noch russisches Gas, trotz der Sanktionen? Da muss ich doch jetzt mal deutlich werden, verdammt nochmal. Das kann doch nicht sein. Alle machen Sanktionen, die deutsche Wirtschaft geht den Bach runter, die Ösis und die Ungis, die freuen sich, dass die Deutschen so bekloppt sind und die kriegen ihr Gas immer noch von Russland. Ja, hoffentlich machen sie die Verträge nicht weiter. Und von uns kriegen sie nämlich auch nichts, weil dann geht der kleine deutsche Mann mal ganz kräftig auf die Straße. Was soll die deutsche Industrie noch alles ertragen müssen? Was soll der kleine deutsche Mann noch alles ertragen müssen? Richtig, richtig. Ja, nicht so langsam, aber sicher. Mal die Schnauze voll. Sowas von voll. Wir holen uns das teure LNG-Gas von Amiland. 100% umweltfreundlich, der Dreck. Nee, ist er nämlich nicht. Unsere Wirtschaft geht den Bach runter, dank der Energiewende. Kein Großunternehmen kann sich die Preise mehr leisten. Die wandern ab ins Ausland. Der Deutsche wird arbeitslos. Wir werden zum dritten Weltland gemacht. Und der Rabe, ganz großzügig wie er ist, will er mit dem deutschen Eigentum um sich herumschmeißen. Bevor die frieren, kriegen sie unser Gas. Und wenn unsere Industrie dann ganz im Bach untergeht, dann haben wir ja geschafft, was wir von Anfang an wollten. Richtig, richtig, Herr Ragnarök. Geben Sie es dir mal. So richtig klare deutsche auch, aber auch deutliche Worte in die Richtung nach Berlin darüber. Nicht mit uns. Wir haben die Schnauze voll. Und wir werden merklich die Schnauze voll haben. So, das geht so nicht, Herr Habeck. Treten Sie endlich zurück. Und wenn Sie das schon tun, nehmen Sie den Scholzi und den Bockbär und die ganzen anderen da drüben auch direkt mit alle weg. Klott. Wunschdenken, Herr Knott. Wunschdenken. Die kleben so an ihrem Sessel. Das wird nicht passieren. Die musst du aus dem Bundestag prügeln, aber habe ich nie gesagt.
ist ja, wir wollen auch friedlich bleiben, ne? Gewalt ausüben tun wir nicht. Aber auf die Straße gehen, sagen nein, nicht mit uns. Oder ein Generalstreik. Mal eine Woche, zwei Wochen, kein Atomanschlag. Kein Bäcker, kein Metzger, kein Müllwerker, kein Eisenbahner, kein gar nichts. So ein kleiner Notiz im Krankenhaus, damit die Leute nicht verrecken. So ein Generalstreik wäre ja vielleicht wirklich mal eine Maßnahme, ne? Aber die Idee kommt nicht von mir, wirklich nicht. Weil ich will hier keine Volksverhetzung machen, mache ich auch nicht. Nur so langsam, aber sicher, habe ich die Schnauze voll. So richtig voll. Was sagst du denn dazu überhaupt? Da drüben, der jetzt gerade das Video guckt. Schreib mal in die Kommentare. Ja, schreib mal was. Gib mal deinen Senf dazu. Lass deiner Wut freien Lauf. Aber bitte, bitte, immer schön anständig, nicht beleidigend, nicht rassistisch und nie zur Gewalt aufrufen. Das machen wir hier nicht. Aber wenn ich das sehe, muss ich deinen Kommentar löschen. Habe ich wieder viel, viel Arbeit mit. Nee. Bitte, bitte, bitte. Lieb sein. Lieb sein. Ihr könnt nicht mal mit lieb sein. Herr Habeck, treten Sie zurück. Sofort.